Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Tag für Tag. Heute schreiben wir den 27. August. Im Jahre 1333 gewährt der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Ludwig IV. Der Bayer, der Stadt Heilbronn das sogenannte Neckarprivileg. Dabei handelt es sich eigentlich um nichts anderes, als wie dass die Bevölkerung von Heilbronn den Neckar aufstauen darf. Und alle Boote, die auf dem Neckar fahren, bei Heilbronn festmachen müssen und ihre Waren als erstes Mal in der Stadt Heilbronn umschlagen müssen. Was die Heilbronner dann nicht aufkaufen, darf weiter verschifft werden. Aus Protest gegen massive Steuererhöhungen kommt es im Jahre 1648 in Paris zu den sogenannten Barrikadenkämpfen. Unterstützt wird diese Straßenschlachten von der sogenannten Fronde. Das ist eine Opposition gegen den damaligen Kardinal Mazarin, der die Staatsgeschäfte leitet für seinen minderjährigen König. Mazarin ist ja mehr oder weniger schon sehr absolutistisch, braucht viel Geld und erhöht ein ums andere Mal die Steuern. Und so kommt es eben von der Bevölkerung, beziehungsweise auch unterstützt von manchem Adligen, zu diesen Barrikadenkämpfen. Im Jahre 1783 lässt der französische Physiker Jacques-Alexandre Charles den ersten Wasserstoffballon fliegen. Er hat eine Gummihülle gebaut und befüllt die mit Wasserstoff und lässt diesen Ballon in Paris aufsteigen. Der fliegt auch relativ gut, geht aber dann doch irgendwo nieder in einem kleinen Ort nahe bei Paris. Und was da so bezeichnend jetzt ist, die verschreckten Bauern haben ja gar nicht gewusst, was das ist und strecken dieses böse Teil mit ihren Mistgabeln nieder, dass der Wasserstoff entweicht und eine leere Hülle liegen bleibt. 1791 treffen sich Kaiser Leopold II. Und Kaiser des Preußischen Reiches Friedrich Wilhelm II. In Prignitz und beschließen die sogenannte Prignitzer Deklaration, denke ich, hieß das Ding, dieses Papier. Und zwar geht es darum, dass sich Preußen und Österreich zusammenschließt, um gegen die französische Revolution zu kämpfen. Die ist momentan wieder im vollen Gange. Und man kann sich vorstellen, dass die Adligen und die Herrscherhäuser in den umliegenden Gebieten, Ländern, Reichen um Frankreich herum da ziemliche Probleme gehabt haben mit dieser Revolution. Wer weiß, wie es ihnen selber ergehen würde. Am heutigen Augusttag des Jahres 1820 steht der erste Mensch auf der Zugspitze auf dem höchsten Berg Deutschlands. Und zwar handelt es sich um Leutnant Josef Naus, der im Auftrag des topografischen Büros Bayern eben die Zugspitze das erste Mal bestiegen hat. 1874 kommt es in Brüssel zur Vereinbarung der sogenannten Deklaration zu den Gebräuchen des Krieges. Das ist zwar völkerrechtlich nie richtig anerkannt worden, bildet aber die Grundlage für unsere heutige geltende Haager Friedenskonferenz. Im Jahre 1900 finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Und da kommt es zu einem recht netten Ereignis. Und zwar gewinnt da der jemals jüngste Olympiateilnehmer eine Goldmedaille. Der Name dieses Jungen ist nicht bekannt. Er soll zu der Zeit 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein und ist von einem holländischen Rudererteam als Steuermann mit in den Zweier genommen worden. Die fuhren als erstes über die Linie und so bekam dieser sehr junge Junge eine Goldmedaille. 1914 gibt die deutsche Armee die Kolonie Togo auf, da sie gegen Großbritannien und gegen französische einrückende Truppen sich kaum zur Wehr setzen kann. 1928, wir bleiben in Paris, unterzeichnen 15 Nationen, darunter auch das Deutsche Reich, im Jahre 1928 das sogenannte Briand-Kellogg-Abkommen.
Das Ganze geht von dem französischen Außenminister Aristide Briand und seinem US-amerikanischen Amtskollegen Kellogg zurück. Diese 15 Staaten verpflichten sich, Konflikte ohne Krieg zu lösen. Immerhin schreiben wir 1928 und was knapp oder ein bisschen mehr als 10 Jahre weiter passiert, wissen wir alle. Und 10 Jahre eben nach dem letzten Datum, im Jahre 1938, legt General Beck als oberster General des Generalstabs sein Amt nieder. Adolf Hitler hat den Fall Grün geplant oder beziehungsweise schon fast befohlen. Dabei geht es um die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Beck tritt aus Protest zurück, denn er befürchtet, dass diese Aktion Grün einen Weltkrieg hervorrufen könnte. 1939 startet von Rostock aus das erste Düsenstrahltriebwerksflugzeug, die Heinkel He-178. Die von Werner von Braun konstruierte Düsenantriebsmaschine hält sich über 6 Minuten in der Luft und erreicht Spitzengeschwindigkeiten von knapp über 700 Stundenkilometer. Das sollte für die spätere Luftfahrt noch sehr wichtig werden. Damit komme ich wieder zu den Geburtstagen. Ein paar habe ich heute, und zwar im Jahre 1770 wird Georg Wilhelm Friedrich Hegel geboren. Dabei handelt es sich um einen deutschen Philosophen. Hegel, einer der bedeutendsten Denker des deutschen Idealismus, schuf das vielleicht umfassendste philosophische System. Seiner Ansicht nach sind das Leben und die Geschichte ein sinnvoller dialektischer Vorgang, dessen Grundlage die Einheit der Widersprüche ist. Auch in seiner radikalen Umgestaltung durch Karl Marx hatte Hegels Philosophie eine immense Wirkung. Und 1910 kommt Mutter Teresa auf die Welt. Mutter Teresa erhielt 1979 den Friedensnobelpreis für ihre Arbeit in den Slums von Kalkutta. Der Engel der Sterbenden, wie sie genannt wurde, gründete den Orden Missionare der Nächstenliebe, der momentan bei über 15.000 Mitgliedern liegen soll. Mittlerweile auch schon verstorben. So, das war's dann wieder mal von mir. Ich sag Servus und hoffentlich sehen wir Sie morgen wieder.